104.1 RTL aktuell. Der Tag. Ich bin Stefan Krüger und das sind die wichtigsten Meldungen des Tages. Wenn die Schaufenster Trauer tragen. Unter diesem Motto gibt es heute eine Protestaktion des Handels in der Wilmersdorfer Straße. Dazu werden symbolisch die Geschäfte geöffnet. Michael Herden berichtet. Die Aktion ist Teil eines bundesweiten Protests von Handelsunternehmen, die so auf die existenzgefährdende Entwicklung im Einzelhandel aufmerksam machen wollen. Zugleich wollen die beteiligten Firmen ein pragmatisches Öffnungskonzept vorstellen, um schrittweise und unter Wahrung der notwendigen Hygienestandards den Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen. Die zentralen Botschaften der Protestierenden: Erst stirbt der Handel, dann die Innenstädte. Es geht um mehr als ein Shoppingerlebnis, es geht um Arbeitsplätze und nicht zuletzt, Zitat, Supermärkte dürfen unsere Produkte verkaufen. Warum nicht wir? Die Protestaktion geht von 7 bis 13 Uhr. Vier Hausärzte in Brandenburg machen den Anfang. In ihren Praxen in Bad Belzig, Senftenberg, Pritzwalk und Wittenberge beginnen sie mit Corona-Impfungen. Dieses Modellprojekt soll im Laufe des Monats auf 50 Standorte ausgeweitet werden. Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg sagt 104.6 RTL, dass hierfür genaue Vorgaben der Landesregierung gelten. Dass eben Patienten über 80 geimpft werden und dass bei den Jüngeren, die mit AstraZeneca geimpft werden können, eben auch die Vorgaben gibt. Also es sind dann beispielsweise die Menschen mit entsprechenden Vorerkrankungen, die Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen oder jetzt ja auch relativ neu, dass Lehrer und Kita-Erzieher auch geimpft werden können. Hier in Berlin bereitet die Kassenärztliche Vereinigung eine entsprechende Pilotphase mit 120 Praxen vor. Geeignet wären insgesamt 3000, heißt es. Für reguläre Impfungen in Arztpraxen muss aber erst noch die Corona-Impfverordnung des Bundes geändert werden. Spezialkräfte haben in Hessen einen Bundeswehrsoldaten festgenommen. Die Beamten beschlagnahmten bei ihm Waffen und Munition. Außerdem nahmen sie einen Verwandten des Soldaten fest. Ein dritter Tatverdächtiger stellte sich. Wie das Landeskriminalamt Hessen mitteilt, sollen die Männer illegal Waffen und Munition gehortet haben. Hinweise deuten auf einen rechtsextremen Hintergrund. Auf der ISS wächst die Zuversicht. Nach monatelangen Problemen mit entweichender Luft wird die internationale Raumstation jetzt besser abgedichtet. Die Arbeiten an dem 4,5 cm langen Riss sollen 5 Tage dauern, heißt es von der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos. Aus Moskau, Hanna Wagner. Mit einem Bohrer wollen die Kosmonauten zuerst ein kleines Loch bohren und durch dieses Loch soll dann ein spezielles Abdichtmittel eingeleitet werden. Das soll die undichte Stelle stopfen. Soweit zumindest die Theorie. Tatsächlich ist die Sache aber ziemlich kompliziert. Schon einmal wurde versucht, das im Herbst entdeckte Leck provisorisch abzudichten, aber danach ist weiter Luft entwichen. Und selbst wenn dieses Mal alles gut geht, könnte der Ärger für die Kosmonauten noch weitergehen. Sie umkreisen die Erde in 400 Kilometern Höhe. Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen ist abgesagt worden. Wie der Deutsche Fußballbund mitteilt, kann die für heute angesetzte Partie nach mehreren Corona-Fällen bei den Regensburgern nicht wie geplant stattfinden. Clemens Kurt berichtet. Zuerst war am Freitag Regensburgs Trainer Selim Begovic positiv getestet worden. Beim Spiel gegen Paderborn durfte er nicht dabei sein. Inzwischen wurden auch bei anderen Akteuren des Zweitligisten Infektionen festgestellt. Sie sollen höchstens minimale Erkältungssymptome haben. Die Konsequenz: Das gesamte Betreuerteam und die Mannschaft müssen nun voraussichtlich in Quarantäne. Der Trainer kann sich nicht erklären, wo er sich infiziert hat. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Das waren die wichtigsten Meldungen des Tages. 104.6 RTL, immer 10 Minuten früher auf den Punkt informiert. Die 104.6 RTL Verkehrsvorhersage. Wir melden die Staus, bevor sie entstehen.